Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und das ist ein Haul von mir. Ich habe mir ja vorgenommen, in diesem Jahr nicht ganz so viel zu kaufen. Ich habe mir so ein bisschen Ziele gesetzt, was ich kaufen darf, was ich nicht kaufen darf. Und all diese Sachen sind noch im Rahmen des Möglichen, wo ich mich tatsächlich bewegen darf, was ich kaufen darf. Und diese Sachen möchte ich euch gerne einmal zeigen. Einige von diesen Sachen habt ihr vielleicht schon in meinem Valentinstags-Special gesehen. Aber es gibt ja einige, die haben das vielleicht nicht mitbekommen. Also ich zeige euch die Produkte jetzt auch in diesem Video. Ja, ich starte direkt einfach mit dem, was hier oben li liegt. Es ist ein bisschen was dazu gekommen in letzter Zeit. Und zwar habe ich ja eine Reisegröße von einem meiner Parfüms aufgebraucht. Und da habe ich mich entschlossen, das Original nachzukaufen, weil ich von diesem Duft einfach nur richtig, richtig überzeugt bin. Das ist einmal von Juliet Has a Gun und das ist Musk Invisible. Und ich finde den Duft einfach super angenehm. Das ist so ein richtig schöner Wohlfühl-Kuschelduft. Ich habe den jetzt auch drauf, weil ich mich so ein bisschen cozy fühlen möchte. Und dazu ist dieser Duft wie geschaffen. Ich liebe den einfach so. Der ist jetzt kein Duft, was so richtig in dein Gesicht kommt. Der ist recht im Hintergrund, aber so angenehm, dass du ihn immer mal wieder wahrnimmst. Und ja, ich liebe den. Ich finde auch der Flakon, der lockert so ein bisschen meine ganzen rosé-lastigen Flakons jetzt mal im Aufsteller auf. Und das ist so ein Duft, den kann man wirklich das ganze Jahr über benutzen. In den kälteren Monaten ist das natürlich noch mal ein bisschen was passender, sage ich jetzt mal. Aber wirklich, man kann den das ganze Jahr über verwenden. Dann ein weiterer Duft und zwar von Betty Barclay. Das ist der neue Duft Even You. Ich muss sagen, ich war von dem Duft jetzt nicht so besonders angetan. Also ich habe den noch nicht wirklich getragen oder doch? Doch, ich habe ihn mal aufgesprüht. Ich habe ihn mal aufgesprüht und ich muss leider gestehen, ich bin nicht so happy mit dem. Ich habe ihn blind bestellt bei Douglas, als ich gesehen habe, dass es direkt rausgekommen und ich war sofort hinterher, weil ich die Düfte von Betty Barclay eigentlich sehr gerne mag. Aber der hat für mich keinen aussagekräftigen Charakter. Das ist so ein Duft, der, ja, das ist sowas, was man immer mal wieder riecht. Es ist nichts Außergewöhnliches in der Zusammensetzung her. Ich muss auch sagen, auch von dem Flakon bin ich nicht wirklich begeistert. Das ist so billiges Plastik. Das Design ist recht schlicht. Diejenigen, die auf schlichte Designs stehen, das ist vielleicht genau euers. Aber ich finde das eigentlich schon ein bisschen zu langweilig und war davon jetzt nicht so wirklich begeistert. Also es ist ein Blumenduft, aber für mich nicht wirklich was wow. Na, also das ist bisher, glaube ich, das, was von der Marke rausgekommen ist, das schwächste Parfüm, meiner Meinung nach. Sowohl vom Duft her, von der Zusammenstellung her, als auch von der Verpackung her, vom Design her. Nicht wirklich meins. Dann aber zu etwas, was mich umgehauen hat, aber an meiner Kollegin. Ich habe mir einmal von S. Oliver das Verhör gekauft. Und zwar im Müller. Das gibt es aber auch im DM. Ich habe ihn an meiner Kollegin gerochen. Die hatte das Eau de Toilette. Ich habe es mir aber als Eau de Parfum geholt, weil ihr wisst ja, Eau de Toilette hält nicht so lange. Und da war es mir wichtig, dass ich einen Duft habe, der wirklich ein bisschen länger dann hält, was ich länger wahrnehmen kann. Und deswegen habe ich mir das hier gekauft, weil ich habe es an meiner Kollegin gerochen und war so, was hast du da? Was riecht denn so geil? Was riecht denn hier so genial? Und die hat mir dann gesagt, welcher Duft das ist und ich bin einfach losgezogen und habe ihn gekauft.
Einfach so. Ich find den Duft echt genial. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich so ansprechen würde. Es ist ein recht sauberer Duft. Es riecht wirklich so richtig clean. Dann riecht es wiederum sehr blumig. Dann wieder etwas süßlich. Also wir haben hier sehr, sehr viele Komponente, die dann miteinander vermischt sind. Und es ist so interessant. Da hätte ich mir gerne gewünscht, dass das hier wäre. Das ist ganz krass. Und wir haben hier einen preislichen Unterschied auch noch. Ich muss sagen, für 13 Euro, oder? Nee, für 12 Euro. Für 12 Euro bekommt ihr hier einen wirklich, wirklich super schönen, interessanten Duft. Also, das war für mich so das Kaufargument. Ich muss mir das unbedingt holen. Und es sieht schön aus, aber es ist halt wieder so diese Rosé-Verpackung, was ich in letzter Zeit jetzt schon häufiger habe. Das stapelt sich bei mir. Aber natürlich darf auch etwas anderes nicht fehlen. Das ist von Carolina Herrera. Das ist eine Limited Edition für das Drachenjahr. Und ich bin vom Sternzeichen Drachen, deswegen habe ich mir das hier gekauft. Und ich habe es mir teilweise. Ja, ich habe es mir auch blind bestellt. Deswegen, ich wusste nicht, was mich bei diesem Duft erwartet und ob mir dieser Duft gefällt oder nicht. Das war so eine 50-50 Chance, ob es mir gefällt oder nicht. Er ist sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, er ist ein bisschen schwerer. Ich habe ihn schon mal getragen. Er durchläuft auch verschiedene Stadien. Das finde ich bei einem Duft immer ganz schön, wenn der nicht immer gleich riecht. Es riecht ein bisschen seifig. Auch dieser Duft riecht manchmal so ein bisschen seifig. Aber gerade bei dem hier merkt man das so ein bisschen. Der hat auch diesen etwas frischeren, reineren Duft, hat aber sehr, sehr starke Komponente mit dabei. Also wir haben hier etwas Schwereres, Blumiges, aber auf der anderen Seite auch etwas Würziges. Also es kommt teilweise nochmal so ein bisschen irgendwas Kräutermäßiges durch. Das finde ich ganz interessant. Ich denke aber, das ist ein Duft, der nicht für jedermann ist. Also das muss man schon mögen. Ich war auch erstmal total skeptisch. Aber als ich ihn dann getragen habe, war ich wirklich überzeugt und war wirklich sehr, sehr begeistert. Ich hatte das am Anfang so gemacht. Ich habe das auf so ein Taschentuch gesprüht. Ich habe das so eingerollt, habe das drauf gesprüht und habe das bei mir so am Schreibtisch deponiert und habe einfach geguckt, okay, wie entwickelt sich der Duft? Mag ich ihn riechen, wenn ich in der Nähe bin, wenn ich am Schreibtisch sitze? Ist es für mich angenehm? Und das war wirklich toll. Also ich mag ihn eigentlich ganz besonders in der Basisnote. Da holt er mich am meisten ab, muss ich sagen. Also top. Ich liebe den Duft. Es ist nicht ganz günstig. Also, das muss euch bewusst sein. Das ist ein wirklich, wirklich teures Parfüm. Carolina Herrera hat ja noch diese ganz normale Reihe mit diesen Stöckelschuhen, sage ich jetzt mal. Das kriegt ihr überall. Aber das ist etwas, was halt zu diesen exklusiveren Düften gehört. Ich habe ja schon so eins und bin auch von dem Duft wirklich begeistert. So, das waren die Parfüms. Jetzt kommen wir zu Nägeln. Denn ich habe bei Manico mir 5 Sets bestellt. Jetzt ein bisschen was für den Frühling, weil ich irgendwie nur so dunklere Töne hatte. Ich habe hier einmal Eggplant. Das ist die dunkelste Farbe, die ich bestellt habe. Finde ich richtig schön. Auch gerade bei kurzen Nägeln hat mich das echt überzeugt, weil die Farbe ist wirklich interessant. Das ist wirklich, wirklich eine super schöne Farbe. Und normalerweise mag ich so diese lila Töne, die so in diese Richtung gehen. Eigentlich nicht ganz so gerne, aber das hat mich wirklich überzeugt. Dann haben wir Peach Perfect, eine super passende Farbe für die Pantone-Farbe dieses Jahr. Dann Glazed Vanilla, das hat mir wirklich gut gefallen. Das ist so ein schöner Vanillaton, also Vanilleton, der hat aber so einen Schimmeranteil. Das fand ich richtig interessant, finde ich sehr edel. Dann ein regenbogenfarbenes Set. Die sehen tatsächlich so aus, wenn ihr die auf den Nägeln habt.
super schön. Habe ich noch nicht getragen. Aber das hier habe ich schon mal getragen. Das ist einmal Vivid Coal. Und ich finde die Farbe richtig schön. Das ist ein richtig, richtig schöner, auffallende Korallefarbe. Und das bringt richtig Laune. Dann haben wir einmal Fresh Mint. Auch diese Farbe habe ich schon mal getragen. Gerade so für die kühlen Monate auf jeden Fall super geeignet. Ich habe aber gesehen, dass es von anderen Marken auch nochmal UV-Nagelstreifen gibt. Und das hat mich neugierig gemacht, auch für den gleichen Preis. Ich habe von Miss Sophie die UV-Nagelstreifen gesehen und war neugierig, weil die haben grundsätzlich etwas mehr an Streifen da drin als bei Manicure. Und da habe ich mir dieses Set einfach mal zur Probe bestellt. Das ist Pink Ombre. Zeige euch das mal. Und so sieht das aus. Ich finde es von diesem Farbverlauf finde ich richtig, richtig schön. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Ich habe aber gesehen, dass die sehr, sehr viele einfach kleinere, schmälere Streifen haben, und das ist natürlich für diejenigen, die wirklich sehr schmäle Nägel haben, bestimmt super geeignet. Ich glaube, für mich wird es aber trotz allem etwas schwierig. Ich habe ja gehofft, dass ich einfach mehr Nutzen von denen habe, weil die kann ich, wenn es hochkommt, vielleicht dreimal benutzen, wenn ich einige dieser Streifen zurechtschneide oder wenn ich die so ein bisschen ziehe, damit sie auch auf etwas breitere Nägel passen. Aber mehr nicht. Ich kann nicht mehr rausholen als zwei Anwendungen, maximal drei. Und ich war einfach neugierig, ob das vielleicht mit denen hier funktioniert. Wenn ich mir die Nagelstreifen aber so anschaue, glaube ich das nicht. Also ich teste die mal. Ich werde auch mal gucken, ob die von Manico besser sind oder vielleicht von Miss Sophie, auch von der Langlebigkeit, weil die halten mir in meinem Job, den ich mache, eine gute Woche bis eineinhalb. Je nachdem, was ich mache, wie viel ich mache mit den Händen. Das ist ja bei mir dann immer so ein bisschen das Problem. So, das war das. Dann kommen wir zu verschiedenen Nagelprodukten. Das ist nämlich das Einzige, was ich so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen austoben kann, was ich kaufen darf. Dann habe ich mir diese Essence Nagelsticker gekauft. Einmal von, das sind diese Oh Happy Daisy. Ich glaube, das war so eine Limited Edition. Ich liebe Margariten. Also, ich liebe Gänseblümchen, ich liebe Margariten, ich liebe die, ich mag die total gerne. Und dann habe ich mir aus dieser Drachen Limited Edition auch diese kleinen Sticker gekauft. Das ist das einzige Produkt, was ich mir aus der Limited Edition gekauft habe. Und ja, ich finde die ganz schön. Kann man benutzen. Einfach mal, ich versuche ja Nagellack aufzubrauchen, um das Ganze einfach so ein bisschen aufzupeppen. Und dazu habe ich mir noch weitere Nagelprodukte gekauft, weil Essence ja das Sortiment aktualisiert hat, noch mal ein paar Nagelprodukte mit reingebracht hat. Und ich habe jetzt hier Nail Art Stencils. Das sind Schablonen, und da könnt ihr so ein bisschen mit eurem Nagellack spielen. Ich bin gespannt, wie die sind. Das sind übrigens die Motive, die da drin sind. Mal schauen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, wie es dabei rauskommt, weil ich habe immer das Problem, wenn ich mit meinem Überlack drüber gehe, also mit meinem Topcoat, verschwimmen diese Linien. Das verschwimmt alles. Das ist so, als hätte ich einfach nur eine einzige Sauerei. Man sieht von dem Muster rein gar nichts. Ich möchte das noch mal so ein bisschen testen. Dann habe ich mir ebenfalls aus dem neuen Sortiments-Update von Essence habe ich mir diese. Na, wo ist es denn? Ich habe mir diese Stencil-Schablone gekauft. Das ist so eine Metall-Schablone.
Und ihr habt so ganz, ganz kleine Motive da drauf. Ihr geht dann mit so einem Tool. Das war übrigens in dem Set, wo auch diese Schablone mit drin war und dieser Applikator. Da geht ihr quasi mit so einem speziellen Lack übrigens. Ja, das ist ein spezieller Stamping-Lack. Ich habe mir den von Essence mitgenommen. Schade, dass es nicht mehr Farben gibt. Also da hätte ich mir gewünscht, vielleicht noch ein, zwei Farben mehr, vielleicht in Weiß oder so. Dann hätte man noch mal so ein bisschen spielen können mit Schwarz. Ja, bleibt halt schwarz. Ja, aber ich wollte es noch mal probieren. Ich habe sowas in der Vergangenheit mal gemacht, aber auch da hat es mich einfach nur fertig gemacht, dass wenn ich mit dem Überlack drüber gegangen bin, dass alles verschwunden ist. Und das fand ich so, so schade. Das hat mich einfach nur tierisch aufgeregt. Deswegen habe ich es irgendwann gelassen, habe alles weggeworfen, was damit irgendwie zusammenhing. Und ja, wir haben einmal diese hier. Das ist halt dieses. Das kriegt ihr einfach in der Theke. Ja, schaut euch das gerne mal an. Und dann gibt es halt dieses Set mit dem Ding. Ich mag ehrlich gesagt diese Gummidinger nicht ganz so gerne. Deswegen habe ich mir von Strip Lack einmal den hier bestellt bei Parfüm Dreams. Und das ist einer von dieser Sorte hier. Der ist oben nochmal so ein bisschen weicher. Der gibt ein bisschen mehr nach. Deswegen könnt ihr mit dem hier besser stempeln als mit dem. Genau, deswegen habe ich mir den gekauft, weil ich früher ebenfalls so einen hatte und der funktioniert einfach deutlich besser. Ja, ich möchte es einfach nochmal austesten, ob ich vielleicht ein bisschen besser versiert bin. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auch so ein bisschen ungeduldig wurde damals und deswegen möchte ich das jetzt noch ein bisschen mehr testen. Ja, ich möchte mich da so ein mehr ranwagen und nicht sofort alles nicht direkt aufgeben, sage ich jetzt mal. So, etwas weiteres für die Nägel und zwar aus dieser Limited Edition von Essence habe ich mir als einziges Produkt diesen Überlack mitgenommen mit diesen Glitzerflakes da drin. Ich hätte mir gern gewünscht, dass auch dieser Koralleton ein bisschen mehr durchkommt, aber ich finde auf Nagellack, der schon ein bisschen diesen Ton hat, sieht es einfach deutlich besser aus. Ich habe das jetzt auf allen Nägeln mal mit drauf und finde es richtig schön. Ihr müsst allerdings einen Topcoat benutzen, der ein bisschen gelartiger ist, damit dieser Leuchteffekt besser rauskommt, habe ich jetzt festgestellt. Also wenn ihr mit einem Topcoat drüber geht, der nicht so glänzt, nicht so gelartig ist, kommt das einfach nicht so gut rüber. Aber ja, das hat mich als einziges angesprochen, als andere leider nicht. So, ein weiteres Produkt, was ich eigentlich nicht benutze, nicht brauche. Habe es mir einfach gekauft, weil ich es schön fand. Und das sind diese künstlichen Nägel hier. Wenn ich mich trotz allem entschließen würde, die zu tragen, das Set kommt übrigens mit einem Kleber und mit den Klebepads. Also ihr könnt euch entscheiden, mit was ihr das kombiniert. Ob mit dem Kleber oder mit den Pads, die da mit drin sind, finde ich super. Und wenn ich aber mich entschließen würde, das hier zu tragen, würde ich die wahrscheinlich eher zurechtfallen, also runterfallen, weil die mir eindeutig zu lang sind. Ich finde die aber so schön. Ich finde die wirklich, wirklich, wirklich schön. Die erinnert mich so ein bisschen an meine Geschichte, die ich mir mal habe einfallen lassen, die ich zwar nicht niedergeschrieben habe oder so, aber eine der Figuren, die trägt tatsächlich solche Nägel. Ja, und ich finde das so, so schön. Und ich würde am liebsten selbst solche Nägel tragen, aber in meinem Beruf ist es ein bisschen schwierig. Ich brauche meine Nägel überwiegend kurz. Und mit sowas kann ich nicht arbeiten. Das geht mir entweder direkt ab
Oder es nutzt sich einfach unschön ab und deswegen. Aber ich finde die so schön. Ich mag die so gerne angucken. Es gibt noch weitere von denen, aber ich habe sie mir aber allerdings reduziert gekauft, ja? Also vielleicht kommt mal so eine Gelegenheit, wo ich mich entschließen würde, das hier aufzukleben. Mal gucken. Bei Catrice gab es natürlich auch ein Update, aber keiner der Produkte hat mich so wirklich angesprochen. Catrice ist sowieso nicht wirklich meine Marke, mit der ich wirklich einig werde. Aber es gab so ein paar Tools, die mich schon interessiert haben. Zum einen dieser Pinsel hier. Das ist ein 3-in-1 Pinsel. Wir haben hier einen Puderpinsel. Ich muss sagen, die Qualität finde ich jetzt nicht so Bombe, muss ich sagen. Also, das ist recht weich, aber die Haare fühlen sich ein bisschen billig an. Ich bin ganz ehrlich. Aber für den Zweck, wo ich es für das es gekauft habe, reicht mir das vollkommen aus. Wir haben hier diesen Pinsel, also eigentlich ist es 4-in-1. Und wir haben so einen Pinsel. Ja, also insgesamt sind das 4 Pinsel in einem. Ich finde es sehr schön, weil man die besser in so eine Reisetasche packen kann. Und aus dem Grund habe ich mir dieses Pinselset bestellt. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht 110.000 Pinsel mitnehmen möchte, die auch teilweise einfach so lang sind, dass ich sie nicht gut in ein Reisetui packen kann. Die stehen dann immer so ein bisschen raus und das nervt mich immer. Deswegen das hier. Und dann habe ich mir das hier bestellt. Einfach weil ich immer das Problem habe mit meiner Wimperndusche. Ich kann das halt so dran halten und dann keine Wimperntusche auftragen, obwohl ich da schon Lidschatten habe und so weiter. Kann das dann quasi tuschen und es kommt dann nicht auf die Lider direkt, was bei mir halt immer der Fall ist. Es funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Manchmal muss man so ein bisschen, ja, so ein bisschen mitdrehen, mit, ne? Also ein bisschen tricky. Und ich muss sagen, dadurch, dass meine Wimpern immer an mein Lid kommen, hier oben, muss ich immer so ein bisschen warten, bis die Tusche getrocknet ist, weil dann kriege ich hier die Abdrücke. Ich muss damit noch ein bisschen spielen, um wirklich feststellen zu können, okay, werde ich das weiterhin so benutzen, weil ich kriege das einfach nicht hin durch meine Schlupflider. Es ist ein absolutes Chaos, Wimperntusche zu benutzen. Ich kriege es einfach nicht hin, dass das nichts verschmiert. Es geht nicht. Deswegen benutze ich halt immer Wimperntusche zuerst, korrigiere das alles, dann kommt Lidschatten und dann, ja. Für die Wimpern habe ich mir 3 Wimperntuschen gekauft. Natürlich auch hier wiederum im Rahmen meines Möglichen. Zum einen die Sky High Sensational Mascara in der Farbe Blau. Ich liebe blaue Mascara. Ich finde die toll. Ich finde die klasse. Ich liebe blaue Mascaren und ich finde, die stehen mir auch wirklich sehr gut. Ich mag das gerne mit bestimmten Farben an Lidschatten kombinieren und es sieht einfach. Ich weiß nicht, wie die ist. Die ist noch zu, wie ihr sehen könnt. Ich werde sie erst benutzen, wenn meine andere von Trended Up schon etwas älter ist oder zumindest schon so weit benutzt ist, dass ich eine wirkliche Meinung dazu habe. Dann habe ich, als die Limited Edition von Art Deco rausgekommen ist, habe ich mir direkt einmal meine lieblingsblaue Mascara nachgekauft. Ich musste sie einfach nochmal nachkaufen. Ich liebe die. Die sieht so aus. Das ist die Angel 1 Eyes Mascara. Die gibt es nicht im Standardsortiment in der Farbe Blau. Aber in dieser Limited Edition, ich musste sie unbedingt haben. Ich hatte sie letztes Jahr aus dieser Unlimited Edition gekauft. Und war so happy, dass die wieder reingekommen ist. Ich mag einfach zum Teil auch die Bürste sehr, sehr gerne. Also die hat so eine tannenförmige Bürste und ich komme damit einfach besser in meine kleinen Augen rein. Das funktioniert einfach besser. Dann habe ich mir von Belle
Eine Mascara gekauft aus einer alten Limited Edition. Bei Parfüm Dreams bekommt ihr sehr, sehr viele Produkte aus alten Limited Editions von Belle. Und ich mag ja die Marke wirklich, wirklich gerne. Nur bei Mascaren, da hapert so ein bisschen, ja. Aber ich habe mir die jetzt einfach mal mitgenommen. Das ist die XX Lashes Curl and Volume Mascara. Die hat nicht viel gekostet, die habe ich reduziert gekauft und dachte, ach, wenn die nichts ist, dann ist die halt nichts, dann habe ich wenigstens mein Geld nicht verschwendet. Und so sieht das Ganze dann aus. Die hat auch so eine erdnussförmige Bürste. Ich bin schon sehr gespannt, ich habe sie noch nicht benutzt. Ja, aber dadurch, dass ich einige Mascaren jetzt aus meiner Sammlung entfernen werde, einfach weil die schon etwas älter sind, deswegen habe ich mir einfach Nachschub gekauft, so gesehen. Okay, dann habe ich mir aus einer Limited Edition von Ebelin diesen Curl Trenner gekauft. Die könnt ihr euch so normal eigentlich kaufen, aber die kommen manchmal in so Limited Edition Farben, Mustern raus. Und da habe ich mir das direkt mitgenommen. Ich habe sie jetzt einmal benutzt, weil mir das wieder passiert ist, dass meine Wimpern irgendwie zusammengeklebt sind. Warum auch immer. Ich habe das benutzt und es hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Und ja, ist so ein Tool, mit dem ich mich jetzt eingedeckt habe. Genauso mit dieser hier. Also ich gucke momentan so ein bisschen nach verschiedenen Tools. Und da machen wir jetzt weiter, denn ich habe mir auch Pinsel gekauft. Und zwar zwei von diesen Highlighter-Pinseln. Ich muss sagen, ich mag die wirklich ganz gerne, diese Highlighter-Pinsel. Und ich habe von denen tatsächlich nicht wirklich viele. Ja. Und das ist so eine Pinselart, die mir noch so ein bisschen fehlt. Ich habe mir zwei aus dieser Le Petite Limited Edition bestellt, gekauft von River Loves Me. Und ja. Deswegen habe ich mir auch zwei mitgenommen, einfach weil ich die nicht so wirklich in meiner Pinselsammlung habe. Dann etwas, was ich wirklich, wirklich feiere, sind diese spitz zulaufenden Pinsel. Die sind super, um euren Lidschatten so diesen Highlight zu setzen im Inner Corner oder diese untere Lidkante, um die mit Lidschatten zu versehen. Dafür sind die top. Und ich hab zwar solche Pinsel, aber ich habe die damals so ein bisschen zu einem teuren Preis gekauft und als Essence jetzt mit diesem neuen Sortiment rausgekommen ist mit denen, da habe ich mir gleich drei gekauft. Ich mag solche Pinsel. Ich find die richtig gut, gerade für solche Bereiche, wo man dann ein bisschen präzise arbeiten muss. Und ja. Musste definitiv mit. So, von River Loves Me. Ich wollte mir das eigentlich nicht kaufen, weil mich das jetzt nicht so angesprochen hat. Aber dann dachte ich, irgendwie sieht es schon cool aus. Ich mochte die Farbe. Das ist Highlighter Pearls von dieser einen Limited Edition. Und das sind Perlen. So einen Highlighter habe ich noch nicht. Ja, also das hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Ich wollte es gerne austesten. Wir haben einmal diese Highlighter-Perlen, einmal in so einem Rosé-Schimmer und einmal in so einem etwas kühleren Ton. Und ich habe die noch nicht wirklich benutzt. Ich kann euch also nicht wirklich sagen, ich kann auch für mich nicht wirklich sagen, ist das mein Produkt? Wird mir das gefallen? Werde ich damit klarkommen? Aber ich wollte es mal austesten. Einfach weil ich bisher immer so gepresste Produkte habe oder gebackene und sowas habe ich einfach noch nicht ausgetestet und war einfach neugierig. Es ist kein grober Glitzer, das freut mich schon mal und ja. Ja, wie gesagt, Essence hat ein neues Sortiment und da habe ich mich mit einem Blush eingedeckt von diesem Blush Crush und die Verpackung ist leider auch so eine, die, glaube ich, nicht lange halten wird. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr interessant. Das ist Cool Berry. Diese Farbe habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Ich darf mir ja nur Blushes kaufen,
die von der Farbe, die ich von der Farbe noch nicht habe. Und dieser Blush gehört dazu. Das ist so ein schöner, ja, so ein bisschen bärtiger Ton, wie der Name ja schon sagt. Aber doch recht dezent. Also es ist jetzt nicht so eine knallige Farbe, das finde ich ganz gut. Und ja, habe ich noch nicht benutzt, freue ich mich aber schon darauf. Ich finde es auch toll, dass die so klein sind, dass die nicht so groß sind. Dann ein weiteres Produkt, was ich glaube, dass mir von der Farbe ein bisschen zu dunkel ist, beziehungsweise zu gelbstichig ist. Es ist die Variante 20, das ist die hellste Variante, die im Standardsortiment vorhanden ist. Ich möchte aber gerne die Nummer 10. Die gibt es nur online zu kaufen, in verschiedenen Shops. Momentan sind die überall ausverkauft. Ich möchte erstmal die hier benutzen. Einfach mal im Gesicht ausprobieren. Ist die tatsächlich zu gelb, zu dunkel für mich? Oder kann ich sie so weit verblenden, dass man das nicht wirklich wahrnimmt? Und dann werde ich entscheiden, ob ich mir die Nummer 10 kaufe. Ich möchte ja auch erstmal gucken, ob diese Skin Tint überhaupt etwas für mich wäre, weil ich ja vom Hauttyp eigentlich eher ölig unterwegs bin und das ist ja, glaube ich, eher was für die trockenen Häutchen unter uns. Ich werde mich durchprobieren und dann sehen wir weiter. Wenn das nichts für mich ist, wird es rausgehen. Zu meiner Carolina Herrera Bestellung habe ich zwei Goodies gekriegt. Oder ich konnte mir Goodies aussuchen. Zum einen waren das Parfümproben und zum anderen diese zwei kleinen Miniatur-Lippenstifte. Und ich liebe ja die Verpackungen von Carolina Herrera. Das ist so richtige Verpackungsopfer-Produkte. Das ist ganz schlimm. Die sehen so toll aus. Ich finde, ich würde am liebsten alles von davon haben, aber das ist so schweineteuer. Und ich glaube, die Produkte an sich sind noch nicht mal irgendwie was übermäßig super, was halt bei den meisten dieser Luxusmarken der Fall ist. Ich denke, darauf kann man trotz allem verzichten, aber bei dieser Verpackung, da werde ich echt immer schwach. Ich habe hier einmal einen matten roten Lippenstift und der knallt wirklich. Also das ist schon richtig, richtig krasses Rot. Und dann habe ich die Variante noch als Satin-Lippenstift. Auch hier eine richtig krasse Farbe. Das ist so dieses typische Rot von Carolina Herrera. Signaturfarbe, sage ich jetzt mal. Ich werde mal schauen. Vielleicht probiere ich einen von den beiden mal aus. Wenn ich jetzt von der Farbe nicht so begeistert bin, wenn es mir nicht steht, dann kommt das auch weg. Aber ich finde es toll, dass man so was im Online-Shop tatsächlich einfach sich raussuchen kann. Und dann kann man sich so ein bisschen durchtesten. Das finde ich richtig klasse. So, zwei letzte Produkte, die ich hier habe. Und zwar ist das einmal dieser Power Grip Primer von e.l.f. Auf den war ich wirklich sehr gespannt. Der stand eine längere Zeit auf meiner Wunschliste. Und da war ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie der funktioniert. Was ich Positives über diesen Primer sagen kann, zumindest, wenn man ihn aufträgt, das ist so ein Gel, dann füllt das zum einen die Poren sehr schön auf, sodass, wenn ihr eure Foundation auftragt, dass es relativ ebenmäßig erscheint, dass man eure Poren nicht so sieht, dass auch die Foundation wirklich gleichmäßig erscheint und auch über einen längeren Zeitraum. Also das bleibt wirklich an Ort und Stelle. Das Produkt an sich finde ich jetzt nicht wirklich klebrig. Wenn es auch runtergetrocknet ist, ist es relativ angenehm und bappt nicht. Der Negativpunkt allerdings ist, dass meine Haut recht schnell sehr stark ölt, also sehr stark einölt. Ich habe ja die Problemzone, der T-Zone vor allem. Dann bin ich recht stark ölig. Ich bin aber auch im kompletten Gesicht recht ölig. Aber in diesem Bereich fällt mir das am meisten auf.
Und dieser Primer, der verstärkt diesen Effekt und das mag ich nicht so gerne. Vielleicht lag das jetzt, ich habe ihn bisher nur zweimal benutzt, vielleicht lag es in Kombination mit der Foundation, die ich getragen habe. Das kann ja auch sein, dass einfach Foundation und Primer nicht so wirklich miteinander harmonieren, und es deshalb zu diesem Effekt kam. Ich werde es weiter mit anderen Primer, mit anderen Foundations jetzt mal austesten. Ich habe sie jetzt in meinem Minishop My Stash Project Pen jetzt mit drin im März und werde dieses Produkt nochmal ausgiebiger testen. An sich finde ich diesen Primer wirklich gut. Also es sorgt nicht dafür, dass eure Foundation irgendwie cakey aussieht. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist so ein richtig, richtig etwas, was ich absolut nicht abkann, wenn eine Foundation wirklich cakey und trocken aussieht. Und das ist mit diesem Produkt wirklich, wirklich gut. Ich wollte mir ja eigentlich den Power Grip Primer aus dem neuen Standardsortiment von Essence kaufen, aber dann dachte ich, wenn er nicht so wirklich klebt, nicht so wirklich greift, die Foundation, dann kann ich mir direkt einmal das hier kaufen. Ja, deswegen habe ich mich für Elf entschieden statt für Essence. Dann etwas, von dem noch nicht so wirklich viele sprechen. Was mich aber wirklich interessiert hat, ist das Infallible von L'Oréal, dieser Setting Mist, also dieses Setting Spray. Und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Haarspray. Und auch der Kopf sieht ein bisschen aus wie so ein Haarspray oder so Deo-Kopf. Ich habe das auf Instagram das erste Mal gesehen und es soll dafür sorgen, dass eure Foundation nicht abfärbt. Dass es so krass hält, dass es nicht abfärbt. Bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, wenn es tatsächlich so ein bisschen funktioniert wie so ein Haarspray, dass es eure Foundation so krass festigt. Ich habe es noch kein einziges Mal benutzt. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst davor, wie das tatsächlich ist, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt darauf, wie es letztendlich im Gesicht aussieht und wie es nach einer gewissen Zeit aussieht. Ja, mal gucken. Ich habe es bei DM gesehen und habe es direkt mitgenommen. Also das gehört jetzt zum Standardsortiment und ja, das musste definitiv mit zum Austesten. Ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Das hat sich jetzt so über die Monate einfach angestapelt. Es sind nicht alle Sachen. Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt hier nicht mit erwähnt habe, einfach weil es schon in meinem Valentinstag-Special mit aufgeführt habe. Ja, könnt ihr euch gerne mal nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Manche von diesen Sachen sind einfach nochmal zusätzlich dazugekommen und ja, ich bin mit vielen der Sachen schon relativ gut zufrieden. Gerade so die Parfüms und so weiter mag ich sehr gerne und die ganzen Tools. Da werde ich mich so ein bisschen jetzt noch durchprobieren durch diese neuen Produkte. Werden mal schauen, was ist meins, was ist nichts für mich. Und dann sehen wir weiter, was dann im Deklatter landet. Ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen und wir sehen uns natürlich wieder beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.